Oh, verdammt. Nee. So, jetzt aber. Oh, wunderbar. Und der nächste Kandidat, der sich freilich zum Seelenspenden meldet. Na komm. So. Jetzt nur noch der. Und der. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Aufwachen. Na endlich. So. Hey. Oh, verdammt. Und zack. Wunderbar. So, wunderbar. Alles noch mehr. Jetzt komm, jetzt noch der noch. Ich will hier Ruhe haben. Weil ich will nicht in einen Hinterhalt gelockt werden, wenn ich jetzt Rätsel lösen muss. Aufstehen. Mensch, Freundchen, du lässt dir echt Zeit. Gibt's doch echt nicht. So, Seele her. So, die Waffe nehme ich mal mit. Was mache ich jetzt mit der Waffe genau? So, zielen. Weil dort hoch müssen wir. Perfekt. So, wie lösen wir hier das Rätsel? Wir müssen dort hoch. Erstmal müssen wir wieder zurück. Wir können aber nicht zurück, da das Tor verschlossen ist. Deswegen müssen wir hier diesen Block, der leicht, ja, wie soll ich das nennen, so ganz leicht rötlich-bräunlich so herausgescheint hat, müssen wir Dach da hinten in dieses Loch verfrachten. Ein kleines Blockrätsel. Zack, zack. Schwupp, 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 und schwupp. Und noch eins. Mercy. Dann verschieben. Hochhieven. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte dich ein Stockwerk hochhieven. Dankeschön. So, einmal. Dann. Hopp. Und schwuppdihupp. Und nach. So. So, einmal. Zweimal. Und rein mit dir. Perfekt. Was es uns jetzt bringt? Ganz einfach. Wir wechseln jetzt in die Spektralwelt. Die Tore sind ja alle offen. Und in der Spektralwelt, da wiegen wir gar nichts. Wir werden jetzt auch nicht in die materielle Welt wechseln. Oder was heißt doch, wir wiegen schon was, aber es ist da alles zu Schatten erstarrt. Also es hat kein Leben. Ach, es ist ein bisschen schwer zu erklären. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt in der materiellen Welt, dann würden wir hier auf einmal hier runter sausen. Und das Gewicht auf der anderen Seite anheben. So, jetzt brauche ich aber voll Energie. Ich bräuchte eine Seele. Oder ich warte einfach. Na, könnte's reichen? Offensichtlich nicht. Ach, hier gibt's ja zwei. Okay. Aber wir müssen hier oben. Tada! So, wo ist jetzt? Bullshit. Gut, wo habe ich denn hier? Da, 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 da. Die Blöcke brauchen wir. Und die müssen wir auch genauso rein donnern. Fackel, dich nehme ich mal mit. Wie sie eingezeichnet sind. Oder was heißt, wie sie hier in den Löchern eingezeichnet sind. Also der steht auch so. Bloß jetzt merken wir, ja, der steht andersrum. Kein Problem. Erstmal verschieben. Dann machen wir das so.
Dann machen wir das so. Ziehen die mal hier weiter her. Und jetzt noch einmal so verschieben. Beziehungsweise umdrehen. Also es ist ein Bilderrätsel. Und das gibt es auch noch bei diesem Spiel jede Menge. Wo man ein bisschen den Kopf anstrecken muss. So. Perfekt. Und jetzt können wir hier hoch. Und durch die Tür. So, gibt es hier was? Nö. Und was ich jedem sofort rate, erst den Block runterschieben und dann runterspringen. Irgendjemand kann mal, beziehungsweise ich kann mal auf die glorreiche Idee, ach ja, ich spring einfach mal runter, bin hier gelandet, wo wir auch hin müssen. Und was ist natürlich passiert? Ich durfte den ganzen Spotter nochmal machen. Zu laufen und klar. Dafür nehme ich mit. So. Wir haben gerade gesehen, oben geht es noch weiter. Deswegen verschieben wir den Block mal hier. Auf den Block drauf. Was hier? Das war ein zweiter, oder? So, hier müsste es gewesen sein. Wo es weiter ging. Hopp. Und hopp. Ja. So. Hallöcher, mein Freund. Nein, man kann die Gegner leider nicht runterschlagen. Das geht leider nicht. So. Perfekt. Hier gibt es uns gar nichts mehr, deswegen müssen wir jetzt einmal hier um den C herum. Lalalala. Und durch das Tor. Ja. So. Doppelte Mordserie. Na, so. Licht und macht uns ja, wie gesagt, nichts aus. Sonnenlicht. Dann können wir weiter. Shit. Ja, das passiert, wenn wir entdeckt wurden und wir dann die Waffe werfen. Bringt nichts. Dieses. So. Zack. Was ich so toll finde an dem Spiel, ja, jetzt die Grafik ist zwar nicht die beste, aber es war damals wirklich 1999 beziehungsweise 2001, wo sie in die Computerbildspiele erschien, war das wirklich für mich super, oder das heißt super Grafik, wo es noch die guten alten maximal 1 GHz PCs gab mit 256 MB Arbeitsspeicher. Die war dieses Spiel wirklich unglaublich. Okay, wir können noch nichts machen mit dem Schalter. Deswegen erstmal hier runter. So, wir haben zwei Wege. Wir haben einmal diesen Weg und einmal den Weg. Ist es egal, welchen Weg wir gehen? Ich gehe jetzt einfach mal diesen. Ein Vampirjäger. Verdammt. So, ich hoffe, der hilft uns. So, zack, Fell. Und Energieabsaugung.
Waffe nehmen. Und? Ja, er betet uns an. Wir haben es richtig gemacht. Also alle Menschen und Vampirjäger werden uns zukünftig anbeten. Es sei denn, wir bringen einen dieser Menschen um. Dann attackieren sie uns. Beziehungsweise die Menschen nicht, aber... Ja. So, erstmal der Schalter, glaube ich, aktivieren. Genau. Aber die Vampirjäger, die werden dann scharf auf uns. Und die Menschen hauen vor uns ab. So, und jetzt den Hebel. Perfekt. So, jetzt gehe ich den anderen Weg. Damit ihr sehen könnt, was dieser Weg ist. Beziehungsweise, was da auf uns gelauert hätte. Zwei hässliche Vampire. Nee. Nee. Ich glaube, die mit der grünen Haut, die sind erfahrener. Aber ich dachte, die hätten rote Augen. Und nicht die grünhäutigen. Egal. So. Weiter geht's. Dann müssen wir wieder hoch. Na komm. La, ba, 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 ba. Perfekt. Und jetzt können wir den Hebel aktivieren. Den Hebel aktivieren. So. Jetzt fährt die Plattform herunter. Und ja, wir müssen ebenfalls hier runter. Und ich habe damals gedacht, Kett. Perfekt geschwäbischt. Ich habe damals gedacht, Kett. Ich hatte damals gedacht, dies sei eine Arena, eine Kampfarena zwischen Raziel und Melchia. Dass es sowas gäbe. In der Art hier von wegen, ja, hier wird ehrenvoll gekämpft. Ist aber nicht so. Es ist nur ein Aufzug. Meine Seele bitte. Merci. Den Block gleich als erstes herausziehen. Und weiter raus geht auch nicht, weil er eine Linie hat auf dem Boden. Und deswegen können wir... So, hier gibt es noch Erdhaufen, aber die lasse ich in Ruhe, die tun uns nichts. Ich meine, das sind schon Vampire drin, aber keine Lust. Ich will hier weiterkommen und nicht hier euch stundenlang irgendwie aufhalten. So, dann hier hoch. Wir sind jetzt noch ein Stockwerk tiefer. Wir sehen es, da oben ist der Aufzug. Glaube ich. Oder ist es was anderes? Jetzt müssen wir hier hoch. Was machen? Die Blöcke verschieben zu den Balken. So. Perfekt. Auf zum nächsten Block. Wir können auch, wenn wir mit Rassier die ganze Zeit gegen den Block laufen. Moment. Wärst du so freundlich? Hallo. So. Wenn wir nämlich die ganze Zeit so hängen bleiben am Block, gerade laufen, dann stößt du so dagegen an. Aber das will er irgendwie nicht machen. Weil die Kamera ja so schön sich mitdreht. Jetzt aber, oder? Ja, genau so. Und zack, verschiebt so auch den Block. So, das war der zweite Streich und der dritte folgt sogleich. Und das müssen wir viermal machen. Dahin hebt noch ein Balken die Plattform und hier hebt der Balken noch die Plattform. Bisschen unlogisch, da der Abstand viel zu groß ist, aber naja. Zack, zack. Und... Upp.
Thank you.